Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Unboxing-Part hier bei Pokémon, bei dem Pokémon TCG Online. Eigentlich dachte ich nicht, dass noch deutlich mehr kommen würde, aber jetzt seht ihr hier diese ganzen Packs, das sind um die, ich glaube es waren 22 Packs plus dieses Ding hier, ein Themendeck. Und all das kam von einem einzigen Zuschauer namens Darum Baum. Also vielen Dank für dieses ganze Zeug. Deswegen schauen wir uns das heute einfach mal an. Also das hättest du doch wirklich gar nicht machen brauchen. Aber gut, bevor man sie einfach nur zu Hause rumliegen hat, ist es vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank an diese Person. So viel hat mir, glaube ich, bisher noch niemand zugeschickt. Und schaut euch mal an, wie süß dieses Sphinx ist. Ist auch eines meiner Lieblings-Pokémon. Und ein Bronzong ist auch ganz nice. Und dieses Dedenne vor allem auch. Nicht schlecht. Aber da es hier vor allem auch so viele sind, möchte ich jetzt hier vielleicht mal ein kleines bisschen schneller durchgehen. Einfach, damit wir hier nicht 20 Minuten lang brauchen für dieses Opening. Serie X und Y. So. Was haben wir nun hier? Calamanero, Trasula, ja. Und der gute alte Flordelis. So. Oh, ein Ramot. Das sieht irgendwie so sonderbar aus. Was ist das? Was bedeutet das? Nullstopp? Oder ist es kein Null da? Verhindere alle Effekte von Fähigkeiten gegnerischer Pokémon, die diesem Pokémon zugefügt werden. Oh, okay. Aber cooles Design, Alter. Ich mag ja Ramot an sich schon sehr gern, aber das ist nochmal ein sehr, sehr cooles Design. Oder Hornweisel hier. Okay, aber ich habe gesagt, ich sollte schneller machen, deswegen, ja. Serie X und Y, Evolution. Davon haben wir gleich zwei Packs. Schauen wir doch mal, was wir hier so haben. Auch heute sind wir natürlich wieder auf der Suche nach jeder Menge EX-Karten. Vielleicht. Oh, das ist dieses alte Pack. Mit diesen alten Designs. Also, die ganz damals mal vorkamen. So, was haben wir hier? Ein Imakuni-Stodu. Ach, dieser Imakuni, den gab es auch in dem Pokémon-TCG-Spiel auf dem GBA. Den fand ich immer so richtig gruselig. Was haben wir hier? Hä? Warum ist das jetzt hier die letzte sonderbare Karte? Okay, die Rarität ist ein Stern, deswegen wahrscheinlich deswegen. Aber schon irgendwie etwas enttäuschend. Aber gut, noch eins. Was haben wir nun hier? Komm, irgendwas Krasses für diese alten Packs. Das wäre schon ganz geil. Aber wie die Karten auch damals aussahen, ne? Richtig billig eigentlich, aber... Ah, schon irgendwie ganz geil. Was haben wir hier? Ein Machomai Turbo! Was versteht da? Boomerang Lasso. Kann man so schwer lesen, wenn es so seitlich ist, ne? Und noch ein... Ah, daran erinnere ich mich auch noch, das Raichu. Ah, das ist richtig... Also wirklich mega nostalgisch, oder? Da könnte mir jetzt hier nichts sagen. Aber das hier ist richtig cool. Auch wenn ich nie so ganz verstanden habe, warum die so golden sind, aber nun ja. So, nächstes Pack von X und Y. Mit einem Mega-Rayquaza obendrauf. Aber mal schauen, was wir hier so haben. All diese Packs kommen von derselben Person. Mal gucken, ob diese Person hier viel Glück hat oder nicht. Squagro, cooles Pokémon. Okay. Wiebke. Und hier haben wir ein Klavion. Ja, das ist ganz nett. Ich mag das Pokémon eigentlich ganz gern. Keins meiner Lieblings-Pokémon, aber doch ganz cool. So. Was ist das eigentlich immer mit diesen Geistesbund-Karten? Anscheinend würde der Zug enden, sobald man zu einem Mega-Rayquaza wird. Okay. So, jetzt kommen wir zu Sonne und Mond. Welten im Wandel. Und davon haben wir gleich 10 Stück. Also diese Serie muss der gute Herr Baum richtig gesuchtet haben. Anders kann ich mir das hier nicht vorstellen. Erklären wohl eher. Ah, oh, das Lampi ist auch so süß. Auch das Azurill, aber das haben wir schon mal besprochen. Hier eine weitere Tag-Team-Karte. Okay, und hier haben wir ein... Elfun, als meiner Lieblings-Pokémon. Richtig cool. Ah, oh, wie süß auch. Nice. Und Pack Nummer 2. Kommen diese EX-Karten heutzutage nicht mehr so viel vor, oder kommt mir das hier nur so vor? Weil gefühlt kriegen wir davon nicht so viel. Alola Sandern ist ganz süß, ja. Und hier haben wir... Hä? Zugenergie? Diese Karte liefert eine Normalenergie. Wenn du diese Karte aus deiner Hand an ein Pokémon anlegst, ziehe eine Karte. Ah, das ist ganz gut, oder? Okay. Nächste Karte hier. Nächstes Pack wohl eher. Oh, ein Plinfa! Richtig süß. Oh, das sieht cool aus, das Blitzer hier. Nicht schlecht. Togedemaru bin ich jetzt kein Fan von, aber okay. Svaroness ist auch nicht unbedingt. Aber okay. Auch ein Lusardin. Das Pokémon mag ich eigentlich ganz gern. Einfach weil es diese Mechanik hat, dass es so ein Fischschwarm wird. Auch das Design sehr cool. Und natürlich auch Holo. Ja, ich finde es ganz cool, wie das Holo hier umgesetzt wurde im Spiel.
Naja, gut, nächstes Pack. So, was haben wir nun hier? Oh, das, schaut euch mal an, wie süß das Seemops dort liegt. Richtig süß. Und auch das Vulpix, das Alola Vulpix, nicht schlecht. Ja, gut, das Konstant ist mir jetzt hier nicht so wichtig, aber... Ich habe das Gefühl, ich feiere die Artworks viel mehr ab als alles andere hier. Nun ja. Aber komm, wir brauchen jetzt irgendwie mal so eine richtig krasse Karte. Irgendetwas, was aussagt, wir haben es im Leben geschafft. Sowas halt, ne? Auch das Flying auch ganz süß da auf dem Bett, wie es dort liegt. So, was haben wir hier? Oh, wow, cooles Design, Alola Sandama. Aber warum ist es Typ Stahl? Das erklärt sich mir jetzt hier nicht so ganz, aber okay. Ist nicht das normale Alola Sandama Typ Eis oder täusche ich mich da gerade? Deswegen wundert mich der Stahltyp. Okay, ja, gut. Komm mal zum nächsten Pack. Wie gesagt, ich möchte ein kleines bisschen schneller hier durch. Öde. Öde des Chaos? Okay. Was haben wir hier? Ein Wolverock, Pokémon der 7. Generation, ja. Und hier hätten wir ein... Ein Fione! Legendäres Pokémon. Aber ist das wirklich gut? Regenplatscher ist zumindest nicht ganz so stark. Aber zumindest die Fähigkeit könnte ganz gut sein. Nun ja. Hab auch schon angefangen, die Duellparts aufzunehmen. Aber ich weiß noch nicht, wie genau ich das aufteilen werde. Ob ich das so machen werde, dass ich erstmal die ganzen Unboxings mache oder vielleicht auch mal ein Duellpart hin und wieder. Mal schauen. So, Sneebel, ganz nett. Was haben wir hier? Das, eine Full Art Karte, oder? Die heißt noch Full Art, wenn die hier so ganz... Also richtig cool, ein Kurtel. Nice. Boah, das, also diese Karte finde ich wirklich episch. Was haben wir hier noch? Ein Weilord. Das sieht aber so richtig... Also, das gefällt mir jetzt nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Aber okay, kommen wir zum nächsten Pack. So, was haben wir hier so? Ja, Pyroleo ist ein ganz leises Pokémon, aber der Rest hier sagt mir jetzt nicht so ganz zu. Was haben wir hier? What the hell? Ein Koriogel, GX. Und ja, man spricht das wohl Koriogel aus, hat man mir damals sehr häufig in die Kommentare geschrieben, weil ich gesagt habe, Koriogel, aber es heißt wohl Koriogel, weil Vogel, Gel, ne? Okay. Richtig nice, das Design auch. Sehr cool, also das gefällt mir sehr gut. So, nächstes Pack. Ich glaube, ich werde mir auch mal offscreen so ein paar weitere Packs kaufen, mit Echtgeld quasi, einfach für Sonne und Mond, weil ich halt hier kaum Sonne und Mond, nicht Sonne und Mond, sorry, für Schwert und Schild. Einfach weil die Karten halt gerade momentan richtig in sind und die halt auch noch in der Rotation drin sind, deswegen sollte ich mir da vielleicht mal einige kaufen. Aber mal schauen. Noch ein weiteres Fione, wie gerade schon, und hier hätten wir ein, noch ein weiteres GX. Wow, Arceus, Dialga und Palkia GX Tag Team. Holy shit. Alter. Das ist diese Drachenstatue in der einen Stadt, oder? Oder was soll das darstellen? Richtig, richtig krass. Also ich weiß nicht, wie gut die Karte ist, aber das ist fast schon die krasseste Ausbeute, die wir bisher so bekommen haben. Zumindest so vom Hype-Level her. Dialga, Palkia und Arceus. Also Leute, euer Ernst? Krasser geht's doch nicht mehr. Wobei, warum nicht Giratina stattdessen? Aber ich will mich mal nicht beklagen. Aber das hätte vielleicht so ein bisschen mehr Sinn ergeben, oder? So. Also, der gute Herr Baum hat hier anscheinend mega viel Glück. Und er hat uns sein Glück übertragen. Oh, das Pikachu ist auch sehr cool. Was haben wir hier? Ein Entei, ja. Ich meine, das Pokémon mag ich ganz gern. Und das Artwork ist auch ganz cool, aber leider nicht Holo oder so. Schade. So, dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Set. Und zwar zu... Oh, zu Sonne und Mond wechseln wir jetzt. Und was haben wir nun hier? Oder waren wir gerade schon bei Sonne und Mond? Ich habe keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Ja, das war Sonne und Mond. Ich habe ja gesagt, dass er das richtig gesuchtet haben muss. Genau. Och, guckt euch... Also, ihr könnt nicht sagen, dass das nicht süß ist, oder? Richtig süß. Und auch dieses Pikachu hier ganz cool. Ha. Huh. Was haben wir nun hier? What the hell? Eine Full Art Karte. Eine Unterstützerkarte in Full Art. What? Durchsuche dein Deck nach bis zu 4 Feuerenergiekarten... Und lege sie an einem deiner Pokémon an? Okay, aber danach endet auch der Zug. Ich wollte gerade sagen, das ist mega overpowered, aber... Aber trotzdem, selbst wenn der Zug danach endet, ist das trotzdem stark, oder? Also gefühlt ist das mega stark, aber ich bin jetzt auch nicht der wahnsinnige... Der wahnsinnige Nerd, wenn es hier um Pokémon-Karten geht. Oh, Felinara wäre auch so eine geile Karte, wenn man die bekommen könnte. Mal schauen, vielleicht haben wir ja Glück. Auch eins meiner Lieblings-Pokémon, so ziemlich. Alpollo ganz nett. Das, diese Knetfiguren sind immer so ein bisschen... Naja, ich mag die nicht so sehr, um ehrlich zu sein. Okay, was haben wir jetzt hier?
ein Quajutsu, auch eins meiner Lieblings-Pokémon durchaus. Warum es Typ Unlicht ist, weiß ich jetzt nicht so ganz, aber trotzdem cool. Und hier hätten wir ein Quapo. Moment, natürlich, Quajutsu war Typ Wasser-Unlicht, ne? Deswegen macht es doch Sinn, klar. Und Quapo ist auch ganz nett, ja. Aus irgendeinem Grund dachte ich, Quajutsu wäre Wasser einfach nur gewesen und nicht Wasser-Unlicht. Ja, die Trainerkarten sind ganz nett, der Rest hier spricht mich jetzt nicht so sehr an. Und hier hätten wir ein Kingler, auch das ist ganz nett. Sieht ein bisschen seltsam aus hier. Mit den zwei Brüsten, die er da hat. Aber es sollen keine Brüste sein, ne? Da kommen die Beine so raus, okay. Ja. Was haben wir hier noch so? Vielleicht können wir noch eine weitere Tag-Team-Karte bekommen? Oder eine GX-Karte oder so? Dreifach-Energie? Okay. Krass. Ja, und hier hätten wir ein Psiaugon. Auch das ist ganz nett. Schnurrtag. Ziehe drei Karten. Wenn du das machst, schläft dieses Pokémon jetzt. Das scheint aber nicht ganz so gut zu sein. Ich meine, drei Karten ziehen ist gut, aber dass es dann schläft. Es gibt auch Basis-Pokémon, die schon Zier-2-Karten-Effekte haben. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich gut ist. Ich meine, klar, es ist eine Karte mehr, aber dass man dann schläft, ist halt echt ein großer Nachteil. Und jetzt kommen die hier mit einem Meltern an. Das Pokémon mag ich wirklich gar nicht, aber trotzdem. Ganz nett, dass wir es hier bekommen haben. Eine weitere Knetfigur hier. Und hier haben wir ein Tohaido. Ach, das ist auch ganz hübsch mit diesem Artstyle. Sehr künstlerisch gehalten. Cool. So, wie viele Packs haben wir denn jetzt noch? 1, 2, 3 noch. Die letzten drei Packs. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Glück haben, könnten wir vielleicht noch eine mega coole Karte bekommen. Aber schauen wir doch mal. So, ja. Auch die Pokémon hier sind jetzt nicht so ganz so meins. Ich meine, die Artworks sind natürlich trotzdem ganz cool, aber ansonsten so. Ein Zygarde, ach, in dieser Form, ja, die mag ich nicht so, um ehrlich zu sein, aber okay. Und ein Victini, das Pokémon hingegen finde ich sehr cool, war damals mein erstes Pokémon, oder eins meiner ersten Pokémon in Pokémon Schwarz und Weiß, gab es ja damals als Vorbesteller-Bonus oder sowas in der Art. Deswegen mega cool, ich mag das Pokémon sehr. So, was haben wir jetzt hier noch? Aufziehen der Sturmröte, vielleicht können wir hier was Cooles bekommen. Schauen wir doch mal nach. Pummeluff, Palimpalim, Quiekel. Was ist das hier? Psychodisk. Das Amigento GX, an dem diese Karte angelegt ist, ist ein Psycho-Pokémon. Okay. Keifel, ja, ja, gut. Und was hätten wir hier? Ein Amphira, ja, okay. Haut mich jetzt alles nicht so ganz weg, aber naja. Letztes Pack hier. Mit Giratina oben drauf oder vorne drauf. Vielleicht können wir jetzt hier noch... Also, es muss doch jetzt hier mit einem mega krassen Pokémon enden, oder? Anders kann es doch gar nicht sein. So, hier, Wablu. So, okay. Komm schon, ein EX-Pokémon, komm schon! Ein Drift-Zeppelin ist ein cooles Pokémon, aber... Und hier hätten wir jetzt ein... Okay. Ja gut, ein Branavat. Ist jetzt ganz nett, würde ich mal sagen, aber... Nun ja, ja... Nun, na dann. Dann hätten wir jetzt jedoch dieses Themendeck. Das ist einfach nur ein Themendeck, ja? Ein Milotic-Themendeck anscheinend. Sehr cool. Was laber ich da, Milotic? Kyogre natürlich und nicht Milotic. War ja auch das Pokémon vorne drauf. Ist überhaupt Milotic drin? Oder laber ich hier vollkommene Scheiße? Ach, es ist aber auch drin zumindest, von daher. Nun gut, ja. Vielen, vielen Dank an Darum Baum, der mir hier diese ganzen Packs zugeschickt hat. Also das waren wirklich sehr, sehr viele. Wenn ihr noch welche übrig haben solltet, könnt ihr mir die gerne schicken. Link ist in der Beschreibung, also die E-Mail ist in der Beschreibung. Einfach zuschicken und ich mache die dann in einem der nächsten Parts dann mal auf. Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank an diese Person. Wäre cool, wenn du einen Kommentar schreiben würdest, damit wir dir alle danken können für diesen sehr gesegneten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und die Ausbeute war ganz okay, oder? Bis zum nächsten Mal.